Bengalos leuchten, rund 2500 Menschen ziehen in einem sogenannten Trauermarsch durch Köthen. Sie sind dem Aufruf rechter Gruppen gefolgt, unter ihnen viele Neonazis. Die Stimmung ist aggressiv. Die Gegendemonstration vor dem Bahnhof vergleichsweise klein. Rund 200 Menschen protestieren hier gegen rechte Hetze. Nach den Erfahrungen von Chemnitz ist die Polizei hier in Köthen gut aufgestellt, hat Verstärkung angefordert, unter anderem aus Niedersachsen und Berlin. Doch es bleibt ruhig, denn als die Neonazis laut werden, gehen viele Köthener. Der Oberbürgermeister betont: Die Köthnerinnen und Köthner, das sind sehr besonnene Bürger. Wir dürfen uns von außen her Köthen nicht zum zweiten Chemnitz machen lassen. Auslöser des Trauermarsches ist der Tod des 22-jährigen Markus B. In der Nacht zu Sonntag waren hier auf diesem Spielplatz mehrere Männer aus Afghanistan in Streit geraten. Dabei auch eine junge Schwangere. Augenzeugen berichten, die Männer stritten darum, wer der Vater des Kindes sei. Markus B. und sein Bruder kamen demnach dazu, versuchten zu schlichten. Doch die Situation eskalierte, es kam zur Prügelei. Kurz darauf verstarb Markus B. nach Angaben der Polizei an akutem Herzversagen. Er war in einer Behindertenwerkstatt, hat einen Herzschrittmacher gehabt, hat noch gerufen, wo sie ihn getreten haben. Sie sollen aufhören zu treten, kriegt keine Luft mehr. In der Jakobskirche gedachten die Menschen des Toten und sammelten Spenden für dessen Beerdigung. Seine Familie allein kann nach Angaben der Bild-Zeitung die Kosten nicht aufbringen. Am Abend wurde gegen zwei 18- und 20-jährige Tatverdächtige Haftbefehl erlassen. Die beiden Afghanen sitzen in Untersuchungshaft wegen des Verdachts der Körperverletzung mit Todesfolge.